Wir haben leider einen Winter mit hohen Energiekosten vor uns. Da wäre es doch schön, wenn die Heizung vollautomatisch Energie sparen würde und du dir darum einfach keinen Kopf mehr machen müsstest. In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Thermostat auf Autopilot stellen und so bares Geld sparen kannst. Viel Spaß! Diese Heizperiode ist wirklich verrückt. Wahrscheinlich suchst du auch nach dem besten Kompromiss, um Kosten zu sparen und gleichzeitig nicht frieren zu müssen. Und dennoch möchtest du nicht den ganzen Tag darüber nachdenken müssen, deine Heizung zu regeln. Es gibt ja irgendwie auch Wichtigeres im Leben oder mindestens mal Interessanteres. Mit einem smarten Heizkörperthermostat kannst du zwar über Zeitpläne deine Heizung auf Automatikmodus stellen, aber das reicht nicht aus. Gehst du einkaufen und weichst von der Regel ab, dann knallt die Heizung die Temperatur nach oben, als ob es kein Morgen gäbe. Und wenn du lüftest, dann musst du die Heizung manuell herunterregeln und später daran denken, sie nach dem Schließen des Fensters wieder einzuschalten. Und weil das eindeutig mehr ist, als man von dir verlangen sollte, schauen wir uns nun an, wie du das Ganze auf Autopilot stellen kannst. Wir richten zunächst mal grundlegend einen Zeitplan ein, ergänzen dann eine Fensteroffenerkennung und sorgen anschließend dafür, dass die Heizung automatisch herunterregelt, wenn alle die Wohnung verlassen haben. Ich habe hier den Eve Thermo und zeige dir daran, wie es geht. Wenn du deinen Eve Thermo noch nicht installiert hast, dann verlinke ich dir hier oben noch mal ein weiteres Video, in dem ich dir zeige, wie du ihn einrichtest. Im ersten Schritt wollen wir mal einen grundlegenden Zeitplan einstellen. Dieser Zeitplan ist wie eine Zeitschaltuhr und regelt die Heizung zu den Zeiten hoch und runter, die du für dich festgelegt hast. Das kannst du alles lässig am iPhone einstellen. Öffne mal die Eve-App und tippe dann unten auf Räume. Dort wählst du den Raum aus, in dem du deinen Heizkörperthermostat einstellen möchtest. Anschließend tippst du dann auf den Thermostat. Hier siehst du nun bereits unten den Punkt Zeitplan. Klicke auf das kleine Zahnrad und schon kannst du die Zeitpläne einstellen. Sinnvollerweise legst du nun für ähnliche Tage einen Zeitplan an, damit es nicht unübersichtlich wird. Klassischerweise wären das Wochenende und Arbeitswoche bzw. Wochenende plus Homeoffice-Tage und Tage, an denen du ins Büro fährst. Beginnen wir mal mit dem Wochenende. Tippe dafür unten auf Zeitplan hinzufügen. Du kannst hier festlegen, auf welche Temperatur die Heizung aufheizen soll, wenn sie an ist und wie tief sie anschließend wieder absenken soll. Ich belasse es hier mal auf 21 und 17 Grad und tippe auf weiter. Hier lassen wir uns nicht von der Tagesanzeige verwirren. Die ist Käse, denn du kannst hier nichts anklicken. Wir tun hier mal so, als wäre das Wochenende ausgewählt und stellen dafür die Temperatur ein. Nun funktioniert die App so, als würde die Heizung grundsätzlich abgesenkt sein. Du legst also nur fest, wann sie wärmer aufheizen soll. In diesem Beispiel wären das 6 bis 9 Uhr und 17 bis 22 Uhr. Das kannst du aber ändern, indem du auf ein Zeitfenster tippst. Möchtest du weitere Zeitfenster anlegen, dann kannst du dies über Komfort Vorphase hinzufügen, machen. Klicke anschließend wieder auf Weiter. Hier kannst du nun noch einen Namen vergeben, zum Beispiel Wochenende, und dann oben rechts mit Fertig den Zeitplan speichern. Du kannst nun über Zeitplan hinzufügen den ganzen Wahnsinn noch so oft wiederholen, wie du möchtest. Das kommt jetzt darauf an, ob du zum Beispiel an unterschiedlichen Wochentagen unterschiedliche Rhythmen hast oder ob deine Tage relativ ähnlich aussehen. Wenn du soweit bist, tippst du oben rechts auf Fertig. So, nun fährt die Heizung schon mal hoch, wenn du zu Hause bist, und herunter, wenn du bei der Arbeit bist. Das ist doch schon mal was. Aber wahrscheinlich wirst du auch mal ab und zu lüften. Und dann denkt sich die Heizung so, alter Mann, wird das frisch. Ich baller mal ordentlich hoch, damit ich keine kalten Rohre bekomme. Und jetzt wird das alles halt nicht mehr so smart, denn du müsstest nun die Heizung manuell herunterdrehen und dann wieder daran denken, sie aufzudrehen, wenn du das Fenster schließt. Und mal ganz ehrlich, wie oft passiert es, dass man es vergisst? Mir jedenfalls ständig, aber ich bin da glaube ich auch kein Maßstab, habe ich mir sagen lassen. Aber was wissen die Leute schon. Praktischerweise gibt es einen Fensterkontakt, der es mitbekommt, wenn du das Fenster öffnest. Und dann passiert die smarte Magie, die unser Leben schlagartig lebenswerter macht. Die Heizung dreht automatisch herunter, wenn das Fenster geöffnet ist, und nicht nach 5 Minuten oder anderen komischen Regeln wieder an, sondern so lange, wie das Fenster offen ist. Und jetzt kommt's, machst du das Fenster wieder zu, dann erkennt das kleine Gehirn das auch noch und schaltet die Heizung wieder an. Halleluja, das ist nicht nur smart, sondern smarter at home. Einmal am Fenster angebracht, hast du es in wenigen Sekunden eingerichtet. Öffne einfach wieder die Einstellung deines Thermostats in der Eve-App und tippe unten auf Automation. Dann stellst du den Schieberegler auf An- und Abfahrt. Ab sofort regelt die Heizung automatisch herunter, wenn du das Fenster öffnest. Ich packe dir den Link zu dieser kleinen Box in die Videobeschreibung. Der Kauf lohnt sich in jedem Fall.
So, und auch wenn du Schlingel dir wahrscheinlich dein Essen oft nach Hause bestellst und deine Einkäufe sowieso online machst, musst du ab und zu doch mal raus. Natürlich nicht, um frische Luft zu schnappen, das wäre ja zu viel verlangt, aber zumindest um Freunde zu treffen. Und ich weiß nicht, was du für ein Leben führst, aber meins ist da etwas wilder, als es mir das Thermostat erlaubt. Ich treffe mich auch zu solchen Zeiten, wenn das Thermostat eigentlich unsere gemeinsame Zeit zu Hause geplant hat. Dieses Kapitel geht also raus an all die wilden, unangepassten Haudegen, die sich von ihrem Thermostat genauso wenig sagen lassen wie ich, denn ich zeige dir jetzt, wie du mit einer Abwesenheitserkennung dafür sorgst, dass sich die Heizung herunterregelt, wenn du aus der Wohnung gehst. Überraschenderweise gehen wir dafür wieder in der Eve-App in die Einstellung deines Thermostats und tippen dann unten erneut auf Automation. Ganz oben hast du die Abwesenheitserkennung. Auf diese klickst du mal. Hier kannst du erstmal den Schalter auf Einstellen. Und jetzt wird es nicht nur wild, sondern auch etwas kompliziert. Denn mit Zeitplan aussetzen sagst du deinem Thermostat, dass es die komischen Regeln, die wir vorhin eingestellt haben, mal gekonnt ignorieren soll, wenn du unterwegs bist. Und das macht Sinn. Denn wenn du um 16 Uhr abhaust und die Heizung laut Zeitplan um 18 Uhr aufheizen soll, dann tut sie das auch. Auch wenn du unterwegs bist. Regeln sind Regeln, was denkst du dir? Mit Zeitplan aussetzen kannst du einstellen, dass sie mal 5 gerade sein lassen soll und gepflegt den Zeitplan ignorieren soll, bis du wieder da bist. Darunter stellst du ein, auf wie viel Grad sie herunterregeln soll. Wenn du wieder nach Hause kommst, springt dein Zeitplan wieder automatisch an. Ist das nicht toll? Mit diesen 3 Einstellungen kannst du endlich wieder ein normales Leben führen, dich nicht mehr von deinem Hardliner-Thermostat herumkommandieren lassen und nebenbei auch noch Energie und damit Kosten sparen. Mehr wollen wir doch gar nicht, oder? So, das soll es für dieses Video gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, dann hau auf den Like-Button und abonniere den Kanal, dann verpasst du hier auch kein Video mehr. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!